Herzlich willkommen, lieber Widder, zu deiner Tarotkartenlegung für die 15. Kalenderwoche, für die Woche, die jetzt am 10. April beginnt, an Ostermontag, und bis zum 16. April geht. Ich wünsche dir auf jeden Fall frohe Ostern und schöne Feiertage. Und an alle Widder von euch, die bereits Geburtstag hatten, alles Liebe zu eurem Geburtstag. Wir haben über die kommende Woche, über diese Woche, die 15. Kalenderwoche, abnehmenden Mond. Und bevor ich mit der Legung beginne, möchte ich mich bei euch allen für die unglaubliche Unterstützung bedanken. Ich bin wirklich überwältigt von den vielen Kommentaren, den Likes und den Abos, die ich erhalten habe. Es ist großartig zu sehen, wie meine Videos euch helfen und inspirieren können. Ich lese jeden Kommentar und bemühe mich, so schnell wie möglich zu antworten. Eure Rückmeldungen sind für mich sehr wertvoll und helfen mir, meine Inhalte zu verbessern. Wenn euch meine Videos gefallen und ihr meinen Kanal unterstützen möchtet, dann würde ich mich sehr über ein Like, ein Abo oder das Teilen meiner Inhalte auf Social Media freuen. Vielen Dank für eure Unterstützung und wir beginnen jetzt mit deiner Legung, lieber Widder. Eine Karte für dich, für die Woche. Wie wird die Woche von Widder? Eine Karte für das Widder-Kollektiv und da haben wir den Liebenden. Die Liebenden, ja, du bist voll in deiner Energie, du bist voll bei dir und fühlst dich gleichsam sehr verbunden mit der Welt und mit den Menschen um dich herum, mit deinen Liebsten und vielleicht sogar auch verbunden mit einer ganz bestimmten Person, dass du hier eine gewisse Tiefe in deinen sozialen Beziehungen, in deinen romantischen Beziehungen erreichst. Diese Karte spricht auch von viel Selbstannahme, viel Selbstliebe, die du erfahren kannst in dieser Woche und die auch sich dann positiv auf alle deine sozialen Kontakte auswirken wird. Bei den Liebenden ist es so, dass sich zwei Gegensätze miteinander verbinden und das gibt einem die Möglichkeit, sich als Person in allen seinen Facetten, auch die Facetten, die man manchmal nicht so gerne an sich mag, anzunehmen und miteinander in Verbindung zu bringen. Auch die Eigenschaften von anderen Menschen und die Verbindung zu anderen Menschen trotz der scheinbaren Gegensätzlichkeit zu erkennen. Bei den Liebenden ist es auch manchmal so, dass eine wichtige Herzensentscheidung bei dir ansteht. Eine Entscheidung, die aus den Herzen gefällt wird, die dir vielleicht gar nicht so bewusst ist und dennoch gefällt wird aus deinen Herzen heraus. Wir schauen mal, auf welche weiteren Hinweise die Karten uns geben. Ja, ich sehe dich hier in einen Reflexionsprozess. Du nutzt die Feiertage womöglich, um über deine bisherige Situation nachzudenken, mit ein bisschen Abstand und startest dann die Woche auch so, dass dir gewisse Unzufriedenheiten oder Unstimmigkeiten aufgefallen. Die sind dir jetzt ins Bewusstsein getreten, die du jetzt nicht so einfach hinwegwischen kannst. Und das kann Zweifel und Sorge bei dir auslösen, das kann aber auch dazu führen, dass, und das ist eben das Positive daran, dass du klar erkennst, was du an deiner Situation verbessern kannst oder worauf es jetzt wirklich ankommt. Es ist ein geistiger Prozess, der sich hier zeigt. Ja, und ich denke mal, die Sorge und der Zweifel besteht, ja, aber der Optimismus, dass man in Zukunft es besser machen kann oder die Situation in Zukunft verbessern kann, ist genauso da. Und hier haben wir deine Energie, lieber Widder. Diese Karte ist dem Widder zugeschrieben und diese Karte zeugt von viel Optimismus, Zuversicht, hohen Standards auch, die man an sich selber setzt, hohe ethische Standards. Ne? Du möchtest ein guter Mensch sein, du möchtest gut agieren. Du bist aber auch zuversichtlich, dass dir das gelingen wird in Zukunft. Und das gibt dir Kraft und Dynamik. Manche von euch könnten sich in dieser Zeit auch verlieben, auch in das Leben verlieben, in euch selbst verlieben, könnten sich lebendiger und erfrischter fühlen. Gleichwohl ist dieser Zweifel da, der auch bestehen bleibt. Das ist so ein Hin und Her. Der Zweifel, auch wenn ihr euch verliebt, seid ihr noch am Anfang ein bisschen skeptisch, ob ihr der anderen Person wirklich vertrauen könnt oder
ob sich das positiv entwickeln wird. So ein gewisser Hang an Selbstzweifel besteht und man hat vielleicht Sorge auch, dass etwas sich nicht positiv entwickelt oder dass etwas sogar scheitern könnte. Ja, aber diese Sorge kann einen auch manchmal wirklich vor Fehltritten schützen. Deswegen kann man das auch sehr produktiv bewerten. In der Vergangenheit hast du hier eine wichtige Entscheidung getroffen in deinem Leben bereits. Es gab Umstände in deinem Leben, die dich irgendwie belastet haben, die dazu geführt haben, dass du nicht so ganz dein volles Potenzial zeigen konntest. Das können gesellschaftliche Konventionen sein, das können Regeln sein, die altbewährt sind, aber vielleicht jetzt keine Aktualität mehr haben. Das könnte auch eine Verpflichtung sein, die du vor langer Zeit mal eingegangen bist. Oder ein anderer Umstand, der dich irgendwie in deiner Energie heruntergezogen hat. Und du hast in der Vergangenheit bereits entschieden Nein dazu gesagt. Oder es gab ein Ereignis, das dich dazu gezwungen hat, Nein zu dieser Situation zu sagen. Und das wirkt jetzt noch nach und die Situation hat sich jetzt irgendwie verändert. Das ist sehr, sehr schön. Hier zeigt sich der Stern und das zeigt einfach, ja, dass du einerseits emotional heilst von dieser Situation. Also es hat sich hier gelöst und du hast die Feiertage gut genutzt, um dich aufzubauen und nutzt sie auch weiterhin. Emotionale Heilung zeigt sich hier, die sich auch körperlich widerspiegeln kann. Aber viel wichtiger ist, dass dich eine inspirierende Kraft aktuell begleitet. Du hast im Moment einen guten Gespür für das Machbare, was die Zukunft betrifft. Du hast einen Sinn für die Zukunft und denkst viel über die Zukunft nach und bekommst diesbezüglich viele gute Ideen. Und es könnte auch sein, ja, dass dir jetzt in diesen Tagen sehr stark bewusst wird, was du wirklich möchtest, was du dir erträumst. Und auf diese Art rückt dein Traum gleichsam in greifbare Nähe und wird sich vielleicht sogar schon in der aktuellen Woche erfüllen. Aber nicht unbedingt. Es reicht schon, diese Perspektive zu haben. Es ist eine zukunftsgerichtete Karte. Und du wirst sehr viele Inspirationen erfahren. Ja, wow. Und das kündigt einfach neue Wünsche, neue Ziele und eine neue Dynamik an in dein Leben. Ja, du steuerst neue Ziele an. Du richtest deinen Blick auf neue Absichten, auf ein anderes Ziel. Und das belebt dich wieder. Das bringt frische, neue Energie. Auch in der Liebe, ne? Dieser Mensch, wenn du hier einen neuen Menschen kennenlernst, ich sehe halt noch nicht so ganz konkret einen neuen Menschen, aber viele Karten verweisen auf Verliebtheit hin. Und dann wäre es so, dass du hier dir schon eine Perspektive, eine langfristige Perspektive mit diesem Menschen vorstellen kannst und du entwickelst ein starkes Verlangen zu diesem Menschen, eine sexuelle Sehnsucht auch, die dich mutig werden lässt. Und dich dazu veranlasst, nach den Sternen zu greifen, ne? Deine Ziele erreichen zu wollen. Neuer Wille, neuer Wunsch. Natürlich kann sich das auch auf ein Projekt oder auf deinen Beruf beziehen. Oder auf deine Familie, Freundschaften. Auch da würde sich ein neues Verlangen, ein neuer Wunsch dann entwickeln, ne? Interessant, wirklich spannend. Ah, jetzt haben wir hier aber eine Person. Ja, also der Ritter der Scheiben verweist entweder auf dich oder eine Person in deinem Umfeld. Und tatsächlich, der Ritter der Scheiben steht oft auch für einen stabilen Beziehungspartner, einer stabilen Beziehungspartnerin hin. Eine Person, die auf jeden Fall sehr stetig ist, sehr zuverlässig, ein Fels in der Brandung, ein Mensch, der immer da ist. So einen Menschen wirst du begegnen oder wieder begegnen und dieser Mensch wird im Laufe der Woche wichtig für dich werden. Dieser Mensch könnte ein Erdzeichen sein,
Steinbock, Stier oder Jungfrau. Aber grundsätzlich kann dieser Mensch auch jedes Sternzeichen haben. Das ist auf jeden Fall ein Mensch, der mitten im Leben steht, der Verantwortung übernehmen kann und auch sich manchmal zu viel Verantwortung auf die Schultern lastet, also zu viel zumutet, aber auch letztendlich alles auf die Reihe bekommt. Ein sehr stetiger Mensch. Es kann natürlich auch sein, wenn du so einen Menschen nicht in deinem Leben hast, dass diese Karte auf dich verweist. Auch wenn wir hier bei der Erdenergie sind und du ein Feuerzeichen bist, könnte das möglich sein. Dann wäre das so, dass die Situation, in der du dich befindest, von dir verlangt, wie der Ritter der Scheiben zu sein. Oder, dass du danach strebst, so zu sein. Der Ritter der Stäbe, Scheiben, Entschuldigung, der hat auch viel Sicherheit, viel Stabilität, materiell gesehen, aber auch emotional. Vielleicht, also wenn es hier um etwas Berufliches geht, kann das auch einfach bedeuten, dass du gerne mehr Geld hättest, ne? Dass du jemand wärst, also dass du dir einfach Geld wünschst, ne? Es hängt hier viel von deinem persönlichen Wunsch ab. Ja, der Ritter der Scheiben vermisst etwas in seinem Leben oder jemanden, ne? Dieser Mensch spürt im Laufe der Woche, ob das jetzt sich auf dich bezieht oder eine Person in deinem Umfeld, dass dieser Mensch nicht das hat, was ihn glücklich macht. Nicht allein. Also irgendwas vermisst dieser Mensch in seinem Leben oder eine Person vermisst dieser Mensch. Und es wird diesem Menschen klar in dieser Woche, dass er das nicht hat. Und das kann halt auch dazu führen, ja, dass dieser Mensch traurig ist darüber. Es kann aber auch dazu führen, dass dieser Mensch vor diesen Gefühlen wegläuft und destruktives Verhalten zeigt. Ne? Dieser Mensch sollte aufpassen, bezüglich jeglicher Art von Genussmitteln oder Drogen oder irgendwelchen übermäßigen Konsum in jeglicher Hinsicht. Ja, aber ich muss schon sagen, dass, ja, drei Kelche, da ist auf jeden Fall jemand verliebt. Oder ihr beide. Ich sehe hier schon in den meisten Fällen von euch, dass diese Karte eine andere Person aufzeigt. Und dieser Mensch findet mit dir die Erfüllung dann. 3 und 7 ergibt 10, ist eine Vollständigkeit. Du bist die Person, die das ausfüllt, was dieser Mensch vermisst. Tatsächlich. Hier das Universum, die Erfüllung. Dieser Mensch, ja, das ist wirklich eindeutig und wunderschön. Also ihr seid wirklich wie füreinander geschaffen. Ihr seid beide verliebt, die drei Kelche. Ihr seid beide verliebt und ihr erfahrt in der gemeinsamen Zeit wirklich eine Harmonie, eine Verbindung, die sehr erfüllend ist und euch beide vervollständigt. Wahnsinn. Das ist wirklich wunderschön. Natürlich könnte es auch sein, dass dieser Ritter der Scheiben nur auf sich allein auf dich bezieht. Ist nicht ausgeschlossen, ne? Dann sehnst du dich wahrscheinlich nach mehr emotionaler Stabilität und finanzieller Stabilität und empfindest diesbezüglich ein Mangelgefühl. Aber auch hier wirst du Erfüllung finden. Und zwar im Laufe der Woche. Das hat auch was mit diesem Hin- und Her-Gefühl zu tun, wovon ich hier am Anfang gesprochen habe. Also du kommst deinen Zielen näher und erfährst Erfüllung. So oder so. Dein Sozialleben ist aktuell sehr angenehm, sehr erfüllend, sehr liebevoll. Du spürst deutlich die Verbindung zu deinen Mitmenschen und in allen deinen Freundschaften und in deiner Familie erfährst du Warmherzigkeit, Erfüllung und liebevollen Austausch.
Es ist eine schöne Zeit für Geselligkeit und die Stunden in einem kleineren Kreis, aber intensiver zu verbringen, ne? In einer kleineren Runde. Aber ich sehe trotzdem auch viel Geselligkeit um dich herum. In Bezug auf diese Geselligkeit wird es eine angenehme, entspannte und ruhige, harmonische Zeit für dich. Ja, deine soziale Situation ist ziemlich gefestigt. Tatsächlich, ja. Du hast einen klaren Sicherheitsbereich. Du weißt ganz genau, wer innerhalb dieses Sicherheitsbereichs sich befindet und wer nicht. Also wer zu deinen engsten Freunden, zu deiner Familie gehört und wer nicht. Und du bist bereit, diesen Kreis, diesen engen Kreis von Menschen zu beschützen und auch vor Negativität abzuschirmen. Und du möchtest im Moment keine neuen Menschen kennenlernen. Du schottest dich so ein bisschen innerhalb dieses Kreises ab. Also es ist mehr wirklich so eine vertraute Geselligkeit, die sich hier ergibt. Dieser Umstand, dass halt alles so gesichert ist, gibt dir sehr viel Selbstbewusstsein, sehr viel Stabilität, wonach du ja auch strebst. Und innerhalb dieses Kreises, dieses engen Freundeskreises oder Familienkreises, gibt es auch ganz klare Absprachen, ganz klare Regeln, die für Harmonie und Frieden sorgen. Es ist alles sehr, sehr gesichert und das tut dir im Moment sehr, sehr gut und lässt dich auf die Zukunft hoffen. Der Prinz der Stäbe ist jemand, nach dem du dich sehnst. Der Prinz der Stäbe verweist entweder auch hier entweder auf dich oder eine Person in deinem Umfeld. Der Prinz der Stäbe entspricht der Feuerenergie. Hier sind wir also bei deiner Energie. Und das lässt mich vermuten, dass es am wahrscheinlichsten ist, dass diese Karte sich auf dich bezieht. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen. Und manchmal ist es beides gleichzeitig, dass du eine Person kennst, die dir sehr ähnlich ist, nach der du dich sehnst, ne? Wenn diese Karte auf dich verweist, hier haben wir eine sehr junge Person. Ein Prinz der Stäbe kann auch manchmal wie ein Kind sein. Du sehnst dich nach deinem inneren Kind und dein inneres Kind mehr ausleben zu können. Du scheinst mir hier ja viel Verantwortung zu übernehmen im Leben und viel Pflichten im Leben zu haben. Und du sehnst dich nach einer leichteren Zeit dann. Du sehnst dich, dein inneres Kind ausleben zu können und mal einfach so in den Tag hineinleben zu können. Frei deinen Wunsch, deine Wünsche, deine Begierde, deine Dynamik freier ausleben zu können, deine Abenteuerlust, deine Risikofreude auch, deine Spontanität und Tatenkraft. Ne? Wenn diese Karte auf jemand anderen verweist, dann gibt es hier eine Person, die du vielleicht, also ja, entweder kennst du die oder noch nicht. Wenn du diese Person schon kennst, dann ist sie dir sehr ähnlich und du sehnst dich nach dieser Person. Diese Person ist womöglich jünger, vielleicht sogar tatsächlich ein Sohn oder eine Tochter von dir. Oder zeigt aktuell sehr unreife Energien, auch wenn dieser Mensch schon älter ist. Vielleicht möchtest du auch mit diesem Menschen eine gewisse Leichtigkeit gemeinsam erfahren, sodass ihr beide euch irgendwie verjüngt. Wenn du diesen Menschen noch nicht kennst, sehnst du dich vielleicht nach so einem Menschen in deinem Leben. Ein Mensch, der tatkräftig ist, dynamisch, ein Sonnenschein auch irgendwie, ne? Ein Mensch, der immer gut gelaunt ist, oft. So ein leichtlebiger Mensch, ein Mensch, der einfach in den Tag hineinlebt und tut, was er möchte, ne? Einfach tut, was er möchte, damit aber auch irgendwie immer gut durchkommt, ne? Manchmal auch irgendwie in ein Fettnäpfchen tritt, aber niemanden etwas Böses möchte. Ein lustiger Mensch, ein Mensch, mit dem man viel Spaß haben kann. Ja, und was wird passieren? Ja, 6 Kelche. Wunderschön. Eine genussreiche Zeit.
Am Ende der Woche eine Zeit der Leichtigkeit, der Erfüllung, der Liebe einfach. Ne? Da wirst du diese starke Verbindung spüren und die Verbindung zu deiner Familie, zu deinem engen Freundeskreis, zu deinem engen Familienkreis. Also es wird sehr angenehm, sehr harmonisch, sehr liebevoll, erfüllend einfach, ne? Voller Liebesglück, tatsächlich. Also das, da kann man schon auch wirklich so in Gefühlen schwelgen, vielleicht auch in nostalgischen Gefühle. Diese Energie betrifft in der Regel Menschen, die man schon eine längere Zeit kennt, ne? Dass man hier auch wunderschöne positive Erfahrungen miteinander gesammelt hat, an die man sich jetzt auch wieder erinnert, die man vielleicht auch wieder aufleben lässt, ne? Vielleicht trefft ihr euch und ihr unternehmt etwas, was ihr schon öfters gemacht habt. Und das ist, erfüllt dich mit sehr viel Zufriedenheit und einfach Glück. Also wirklich wunderschöne Karten hier. Was sagt denn die Mondenergie lieber wieder zu deiner Situation? Wovon musst du dich befreien? Na, die Zweifel, ne? Das ist natürlich diese Situation. Und hier haben wir natürlich viele Kelche. Das ist ja nicht ganz dein Element. Diese Tatkraft. Vielleicht musst du einfach lieber wieder einfach ein bisschen Verantwortung loslassen, ne? Auch nicht immer, auch vielleicht auch Kontrolle. Ja, vielleicht geht es nicht immer darum, alles gut auf die Reihe zu bekommen. Vielleicht geht es auch einfach mal darum, den Gefühlen freien Lauf zu lassen. Ja, lieber Widder, ich wünsche dir eine wunderschöne, harmonische, liebevolle Zeit und dass du die Energien in dieser Woche gut für dich nutzen kannst. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.